herzlich begrüßen zur Abschlusspressekonferenz dieses Länderspiels gegen die Schweiz, als auch des Länderspieljahres. Vielleicht noch ein paar Worte zum gestrigen Spieler da rundherum. Man muss sagen, es haben alle Sicherheitsmaßnahmen gegriffen. Es hat keinen einzigen Vorfall gegeben im Stadion. Es hat natürlich nach diesen Ereignissen letzten Freitag auch in Frankreich hat der Kartenverkauf dann ein bisschen gestockt. Es waren doch 27.000 hier im Stadion, denen ist auch herzlich zu danken, dass sie auch das Vertrauen hatten, dass hier nichts passieren wird. Es war auch sehr geduldig, alle Leute sowohl bei den VIP-Eingängen als auch beim Medieneingang, wo ja verstärkt auch diesmal mit Metalldetektoren kontrolliert wurde, von dem her. Aber was glaube ich wesentlich ist, es war die Stimmung, wie einige von euch geschrieben haben, ein bisschen anders als sonst, aber es war kein einziger Vorfall, kein einziger Böller und das ist, glaube ich, auch erwähnenswert. Ebenso wie auch die Maßnahmen, nehmen wir die Marseillaise, wo die Zuschauer fantastisch mitgegangen sind, als auch diese Trauerminute, wo ohne Ankündigung die Spieler sich gemeinsam zusammengestellt haben. Das war Eigeninitiative auch der Spieler, die auch hier ein Zeichen setzen wollten und das ist, glaube ich, hervorragend gelungen. Das soweit ein paar Einleitungsworte. Ich darf gleich weitergeben an den Teamchef mit der Frage auch, kann man sagen, wieder das letzte Spiel, kann man sagen, eine 1:2 Niederlage. Letztes Jahr war es gegen Brasilien, jetzt gegen die Schweiz. Bist du da irgendwie verärgert? Ja, ich verliere nicht gerne, also ist man natürlich immer etwas verärgert darüber. Vielleicht könnte man auch ein bisschen verärgert sein über den Schiedsrichter, war Brasilien-Spiel eigentlich auch schon so, dass wir dann ein Tor bekommen haben, das nicht regulär war. Jetzt schießen wir eins, das eigentlich regulär war. Sie haben es nicht gesehen. Passiert auch immer wieder. Ich denke, wir brauchen auch da natürlich keine Ausreden. Es ist so, dass wir vom Ergebnis für die Statistik eine Niederlage haben, vom Spiel her aber schon aus meiner Sicht ein gutes Spiel gezeigt haben, dass wir auch da versucht haben, das Spiel zu entwickeln. Wir haben natürlich auch Fehler drin gehabt, speziell erste Halbzeit, wo die Schweizer dann zwei Tore daraus erzielen. Bei der dritten Chance hat dann Rambo gut reagiert und die Verteidigung und ja, so ist Shaqiri nicht zum Tor gekommen. Zweite Halbzeit haben wir Spiel, denke ich, bestimmt. Die Schweizer dann nicht mehr diese Möglichkeiten bekommen. Wir hatten auf unserer Seite genügend, um sicher diesen Ausgleich zu erzielen und es ist halt dann so, speziell auch auf diesem Level, dass dann Kleinigkeiten entscheidend sind, dass wir dann vielleicht zu wenig konzentriert waren, das aber sicher Sommer auch sehr gut gehalten hat und ich dann schlussendlich auch das Resümee ziehen kann, dass es auch nicht schlecht ist, wenn man dann mal verliert, dass man natürlich wieder ein bisschen zurückkommt, dass man das natürlich auch analysieren muss mit den Spielern, dass wir dann da wieder den Fokus finden. Ich bin aber überzeugt, also da kenne ich die Mannschaft jetzt auch gut genug, dass wir diesen Weg wieder finden werden, dass wir aber natürlich da in dieser Spitze, in der Weltspitze vorne, dass da Kleinigkeiten entscheidend sind und dass wir uns auf das achten müssen, dass uns das bewusst sein muss, dass wir da diese Dinge auch konsequent dann durchziehen. Und wenn wir das tun, und das haben sie gezeigt in diesem super, super Jahr, in dieser super Qualifikation, dass sie das können. Und das stimmt mich zuversichtlich und bin überhaupt nicht nervös oder irgendwie angespannt. Und ja, ich denke, es ist gut, wenn dann aber jetzt auch also für mich dann mal ein bisschen Urlaub ansteht. Vielen Dank, ich darf um eure Fragen bitten, bitte auch den Namen wieder sagen und das Medium. Danke. Julia Kinas, Puls 4. Es war ein großartiges Länderspieljahr. Alexander Dragovic meinte gestern, es war super geil. Der Überbegriff, haben Sie einen Überbegriff oder eine Schulnote, die Sie dem Jahr geben? Nein, ich fand es wirklich auch super geil. Und
Ja, es hat in dem Sinne wirklich alles gepasst. Es war, also wenn man natürlich auch zwei Spieltage vor Schluss dann schon qualifiziert ist in dieser Gruppe, wo wir natürlich am Anfang gesagt haben, also wir sind aus Topf 3 gezogen worden, Russland, Schweden vorne dabei, dann Montenegro, wussten wir auch, schwierig zu bespielen. Und dass man dann so durch die Gruppe marschiert, das ist schon fantastisch. Und das zeigt aber die Qualität, das Selbstvertrauen auch, das mittlerweile vorhanden ist und dass man das dann so umgesetzt hat. Und für mich als Trainer ist halt einfach auch wichtig, die Spieler haben gezeigt, dass sie das können. Also ist das natürlich auch immer eine Basis, die sie dann immer wieder abrufen müssen oder sollten. Und das ist ja eben das Gute für uns im Trainerteam, dass wir auf das verweisen können, dass sie dann diese Konzentration aufbringen auf dem Platz, dass wir, und das haben wir ja auch schon gebetsmühlenartig vorgetragen, nicht nur vor euch, sondern auch vor dem Team, dass wir von Spiel zu Spiel schauen müssen, dass wir wirklich auch, und das ist halt einfach das Einmaleins, dass du wieder bei Null beginnen musst, dass du, also deine Fähigkeiten bei jedem Anpfiff musst du zuerst wieder auf den Platz bringen. Und wenn du das gut tust, wenn du das hervorragend umsetzt, jeder Einzelne und dann geschlossen im Team, dann können solche Ergebnisse dabei rausschauen. Da haben wir jetzt gestern gesehen, ich denke, wir waren über das ganze Spiel waren wir besser, aber all die kleinen Dinge, die müssen wir dann auch konzentriert umsetzen, dass wir da weiter vorne mit dabei sind. Aber eben, wir schießen das 2-1, wir wissen jetzt auch nicht, wie das dann ausgegangen wäre. Es ist auf dem Level dann halt schon auch wichtig, wenn du in Führung gehen kannst. Die Schweiz haben sich dann zurückgezogen, zweite Halbzeit war, oder die letzte Viertelstunde waren es praktisch dann nur noch im eigenen 16 Meter. Das sind halt Dinge, die wir natürlich auch tun, wenn wir in Führung sind, aber ist für Spiel halt dann nicht besonders schön anzusehen. Gut. Christian. Ja, Christian Hacke, Standard. Sie mussten 4 Stammspieler ersetzen. Sagen Sie, das kann in Wahrheit zu 100% keine Nation der Welt, 4 so wirklich bedeutende Spieler zu ersetzen. Und heißt das auch, dass der zweite Anzug vielleicht noch nicht ganz passt? Ist das irgendwie ein Ziel, dass man da noch bis zur EM daran arbeiten muss? Ja, ich denke, es gibt schon Nationen, die natürlich auch 4 Ausfälle ausgleichen können, aber das ist sicher nicht Österreich, wahrscheinlich auch nicht die Schweiz. Und es ist so, dass es aber auch wichtig ist, dass die hinten dran sind, auch sehen, okay, was ist nötig, was brauchen wir. Und es war aber jetzt auch so in dem Spiel gestern, dass wenn man jetzt Baumgartlinger nimmt, der war natürlich auch 3 Wochen außer Gefecht, hat bei Mainz auch nicht gespielt, der hat eine Bänderverletzung gehabt, ist ins Trainingslager eingerückt und war in dem Sinne noch nicht hundertprozentig fit, ist das dann geworden aufs Spiel hin. Aber wenn halt auch dann 3 Wochen keine Spielpraxis hast, dann ja, ist halt da auch nur ganz wenig, aber in diesem Level oder auf dieser Höhe, wo auch die Schweiz spielt, kann das halt dann schon entscheidend sein. Dann ist Hinterecker, der rein musste und ja auch jetzt nicht oder noch nicht regelmäßig gespielt hat bei Salzburg, weil er verletzt war, weil er auch da noch nicht richtig zum Zug gekommen ist, sind das auch Dinge, die dann zusätzlich auch noch dazukommen. Und ja, das muss man berücksichtigen, soll aber keine Ausrede sein und ist aber eben auch wichtig für die Spieler, dass sie wieder Gas geben jetzt im Club, dass sie da versuchen auf Schiene zu kommen, dass sie sich reinhängen und versuchen ihr Bestes zu zeigen. So, da war eine Frage. Dann Andreas gleich. Patrick Eisel, Servus TV. Herr Koller, wenn Sie das Länderspieljahr jetzt nochmal Revue passieren lassen, wo sehen Sie den größten Schritt, den die Mannschaft in diesem Jahr nach vorne gemacht hat? Ich denke, das sind sicher die Auswärtsspiele, also die Auswärtsspiele in Schweden, in Montenegro und Russland, also Russland, Montenegro, Russland, Schweden, Montenegro, wenn wir der Reihe nach gehen. Wir wussten nicht, wir haben ja die Spiele von den 4 Heimspielen, die wir hatten, oder 4 Spiele,
die wir hatten, waren 3 zu Hause und das waren die Favoriten eigentlich auch. Da haben wir gewonnen hier und wir wussten nicht, wie wir das auswärts angehen oder wie wir das umsetzen können. Und da war ja dann im März natürlich mit dem Liechtenstein-Spiel mal eins, das Team hervorragend umgesetzt hat, also ohne Wenn und Aber, haben wir uns da durchgespielt, hervorragend durchgespielt auch. Und dann kam Russland und natürlich der erste, sage ich jetzt mal so, richtige Kracher in einem Auswärtsspiel. Und nach einer langen Saison, wo die Spieler, ja, oder die meisten in Urlaub fahren, müssen die da nochmals Leistung zeigen. Es war sehr heiß in der Vorbereitung und wir wussten, okay, das Team, das sich mehr quälen kann, das mehr tun wird, wird wahrscheinlich dann über die Ziellinie gehen. Und ja, und es war hervorragend zu sehen, wie sie das 1-1 umgesetzt haben. Von der Taktik her, dass du dann natürlich auch ab und zu Wettkampfglück brauchst, das ist halt einfach so. Aber wir haben wirklich ein super Spiel gezeigt da und dann spürst du halt einfach auch, wie das Selbstvertrauen steigt. Wie die Spieler merken, okay, es passt, die Idee, wie wir auftreten, es passt, wie wir das dann umsetzen und es hat Erfolg gebracht. Und das sind Dinge, die dich stärker werden lassen, die dir dieses Selbstvertrauen geben, das nötig ist, dass du überhaupt da oben mitspielen kannst. Und da sind ja dann weitere gefolgt mit Schweden, wo wir dann wirklich auch, also vom ersten Spiel, das heißt, WM-Quali, wo wir da noch 2-1 verloren haben, auch wieder gelernt. Natürlich auch wie jetzt im Trainerteam, wie wir das angehen von der Taktik. Aber wie die Spieler das dann umgesetzt haben. War erste Halbzeit noch nicht so, zweite dann wirklich durchgezogen. Und im Vergleich mit WM-Quali war es nur eine Halbzeit. Jetzt haben wir das, denke ich mal, wirklich 70 Minuten so gezeigt, wie wir uns das vorgenommen haben. Und das gibt dir Stärke, es gibt dir Kraft. Und hat dann zum letzten Spiel noch Montenegro, wo wir im Rückstand waren, wo eigentlich, sage ich mal, schon gelaufen war, dass wir qualifiziert waren für Frankreich. Und dann schon nochmal Gas zu geben und zu sagen, okay, wir wollen nicht verlieren, wir wollen versuchen zu gewinnen oder zumindest einen Unentschieden mitzunehmen. Und dann eben brauchst du auch das Quäntchen Glück, dass dann der eine einen Abpraller oder schießt, will aufs Tor schießen und einen Pass spielen und vom Gegner kommt der Ball dann zum Sabitzer und der schießt das 3-2. Aber, das sage ich auch, also du kannst das Glück eigentlich auch erzwingen und das hat das Team da in dieser zweiten Halbzeit getan, dass wir das noch im 2-3 Auswärtssieg umwandeln konnten. So, dann Andreas. Und dann der. Andreas Heidenreich vom Kurier. Herr Koller, Ihre Mannschaft hat gestern sehr viele Eckbälle zugesprochen bekommen und hat sehr wenig daraus gemacht. Teilweise waren sie schlecht zur Mitte getreten und teilweise hat man den Eindruck gehabt, die werden einfach zur Mitte getreten und es ist kein Trick oder kein, ich will jetzt brutal würde ich sagen, kein Plan dahinter. Das glaube ich aber nicht, dass Sie keinen Plan haben bei Ihren Eckbällen. Wird da was einstudiert vielleicht, was man nicht herzeigen möchte vor der Europameisterschaft, weil man sieht, dann haben die Gegner schon Videomaterial von Eckballvarianten der Österreicher und die möchte man eher geheim halten. Ist das vielleicht der Fall und was sagen Sie generell zu den Eckbällen gestern? Ja, dass wir viele hatten, dass Sie das auch richtig gesehen haben, dass viele auch nicht gut gespielt waren, haben Sie auch richtig gesehen, habe ich auch so wahrgenommen. Dass wir aber schon einen Plan haben, den aber nicht ausführen konnten. Und ich habe während dem Spiel, speziell zweite Halbzeit, da hat dann der Fuchs die Bälle gespielt, gesehen, dass der Ball auch, also bei der Eckfahne hatte ich so das Gefühl, das geht ein bisschen nach unten und dass es ein bisschen schwierig war, den Ball da reinzuspielen. Ist aber jetzt einfach mein Gefühl. Und grundsätzlich aber wirklich so, dass wir die schlecht gespielt haben und das aber auch mal so sein kann, dass ein Spieler, ich weiß nicht, ob Sie mit jedem Bericht, den Sie schreiben, zufrieden sind, kann auch so sein, dass der Spieler nicht mit jedem Spiel, das er spielt, auch selber zufrieden ist
und oder mit der Ausführung von Standards. Und das ist möglich. Also wir haben schon Spieler zugeteilt, die jetzt Eckenstandards schießen. Wenn aber jetzt der eine sich nicht gut fühlt oder merkt nach zwei, dreien, es kommt nicht gut, geht halt heute einfach nicht, dass dann der andere das übernimmt. Und das haben wir gestern gemacht, waren dann ein bisschen besser. Aber die Schweizer natürlich auch in der Defensive, das ist auch eine relativ große Mannschaft, da sehr präsent und auch konzentriert, fokussiert. Also war das sicher schwierig, aber ist jetzt, wenn Sie auch die Statistik, ich habe vor ein paar Jahren mal Statistik gehört, UEFA hat das gemacht, dass Sie um die 30 bis 40 Eckbälle brauchen, bis Sie ein Tor erzielen. Also waren das gefühlte 30, die wir gestern gespielt haben, und hoffen, dass wir dann im März vielleicht dann beim ersten das erste Tor schießen, ja. Oder das nächste Tor schießen. Hubert. Ja, Hubert Giegler, Kleine Zeitung. Herr Koller, jetzt haben wir eine nicht leichte Gruppe in der EM-Qualifikation gehabt. Wie schwer ist es jetzt eigentlich einzuschätzen, wo die österreichische Nationalmannschaft jetzt wirklich steht? Auch mit dem Blick in die Zukunft, angehängt auch die nächste Frage. Nachdem wir jetzt alle Teilnehmer an der Europameisterschaft kennen, die Töpfe feststehen, gibt es Mannschaften, von denen Sie sagen, die wären mir sehr willkommen und respektive, die müssen nicht unbedingt sein. Was sind da Ihre Hoffnungen, Erwartungen? Also meine Rückfrage, Einschätzung, brauchen wir das? Müssen wir das? Müssen wir uns einschätzen, um einzuteilen? Die Frage vor dem Hintergrund, dass immer gesagt wird, na, die ganz großen Gegner haben wir eigentlich nicht gehabt. Das wird immer wieder diskutiert. Ja, aber das ist ja, also gut, kann man natürlich diskutieren, aber es ist die Frage, ob jetzt das irgendwie zu einem Ende führt. Also das ist immer dafür und dawider. Ist auch schwierig, die Gruppen miteinander zu vergleichen oder die Teams. Also es war grundsätzlich so, dass Russland, Schweden jetzt auch dabei, also von unserer Gruppe alle drei dabei. Also spricht das sicher auch für diese Gruppe, kann man eigentlich schon so mitnehmen. Und ob jetzt das, ist schwierig einzuschätzen. Schwierig einzuschätzen, weil du ja eigentlich immer dann gegen das jeweilige Team spielen müsstest, um das klären zu können. Und das geht ja nicht. Ich denke, von der Gruppe, ich habe gestern die Gruppentöpfe gesehen und habe eigentlich für mich zu Hause gedacht, also schon deftig, es gibt keine einfachen Gegner. Und habe versucht, wäre jetzt besser der oder der? Und musste sagen, also ich kann jetzt nicht abklären, ob jetzt das besser wäre, wenn wir vielleicht eher gegen die spielen oder gegen die spielen. Also ist normalerweise an einer Endrunde hast du nur gute. Ob das dann bei Europameisterschaft sowieso, auch wenn es jetzt noch aufgestockt wurde, aber wenn jetzt auch Schweden in Top 3, also ist natürlich auch eine Marke. Und es ist so, dass es kein Durchmarschieren geben wird, also zumindest nicht von Österreich, denke ich, dass wir da schon, wenn wir auch die Gruppenphase überstehen möchten, ohne dass wir jetzt schon wissen, gegen wen dass wir spielen, aber dass das sehr harte Arbeit werden wird. Das heißt, Namen wollen Sie, abgesehen von Schweden, jetzt Namen wollen Sie nicht nennen? Teams. Island kennen wir, Wales kennen wir, du hast Irland, hat sich qualifiziert, gegen die haben wir auch schon gespielt. Also das sind alles Teams, wo du alles dagegen werfen musst. Und nicht sagen kannst, du kannst irgendwie vielleicht ein bisschen lockerer spielen und es wird einfacher gehen, wird nicht der Fall sein. Wird nicht der Fall. Im ersten Topf soll es nicht sein, möglichst nicht.
sind ja nur Gute da drin. Also Deutschland. Von daher, wir können es eh nicht aussuchen. Also von daher habe ich eigentlich auch nie einen Wunschgegner gehabt, sondern so, okay, wir schauen, was kommt. Und dann müssen wir die nehmen und uns mit denen beschäftigen, die dann wirklich auch bei uns in der Gruppe sind. Und das ist für mich das beste Mittel. Roland. Herr Koller, auch wenn Sie ja von Statistiken, das weiß man, nicht allzu viel halten, aber wie sehr freut es Sie, dass Österreich in den letzten 20 Partien zumindest immer einen Treffer erzielt hat? Ja, das ist natürlich schon auch erfreulich, weil man natürlich auch hier jetzt in diesen 4 Jahren, die ich hier bin, auch darüber gesprochen haben, dass wir zu viele Torchancen herausspielen und zu wenige Tore erzielen. Dass wir auch von der Statistik her zu viele bekommen haben und zu wenige erzielt haben. Und dass du dann, und da haben wir eigentlich beides geändert. Also wir kriegen weniger und schießen immer wieder Tore. Und das ist wichtig, ist auch wichtig für das Selbstvertrauen, ist wichtig fürs Team, dass wir eben uns auch solche Möglichkeiten herausspielen. Und das war gestern auch wieder so, gegen auch eine sehr gute Mannschaft. Und ja, und das wollen wir auch weiter so mitnehmen und weiter fortführen. Und das soll auch unsere Spielweise sein. Ja? Und nicht, dass wir da irgendwie groß was ändern wollen. Wenn wir über außen kommen, wenn der Raum da ist, wollen wir über außen kommen, wenn die Mitte Löcher sind, wollen wir durch die Mitte stoßen. Also das soll schon sehr variabel auch sein. Ja, dann Billy. Herr Koller, es ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit bis zur Europameisterschaft. Wo sehen Sie die größten Aufgaben, die es jetzt für die Mannschaft noch zu bewältigen gilt, wo man sich noch mal festigen soll, verbessern bis zur Europameisterschaft? Ja, das ist natürlich schwierig, weil das Team jetzt natürlich bis März nicht mehr zusammen ist. Es ist aber so, dass natürlich wichtig ist, dass sie im Club Selbstvertrauen holen, dass sie Spielpraxis haben, dass sie, für uns wäre es natürlich das Beste, wenn jeder im Verein spielen würde und dann mit viel Selbstvertrauen zum Nationalteam kommen. Und dass wir dann bei uns, also wenn wir dann auch jetzt im Dezember dann die Gruppeneinteilung kennen, dass wir uns mit denen natürlich beschäftigen, dass wir dann auch den Plan festlegen, wie spielen wir in den Gruppen oder in der Gruppe dann gegen den und den Gegner. Und dann das natürlich den Spielern vermitteln werden. Obwohl dann auch im März ist ja die Zeit auch wieder kürzer, wenn da 2 Spiele absolvieren, also ist für Trainingseinheiten nicht viel Raum und dann musst du in dieser kurzen Zeit dann schon natürlich auch auf die Gegner eingehen, gegen die du dann auch spielen wirst. Aber da haben wir schlussendlich, um für Frankreich uns zu rüsten, ist ja dann auch das Trainingslager, bevor wir nach Frankreich fliegen. Bitte. Herr Koller, haben Sie schon die Pläne für 2016 ein bisschen konkretisiert, was die Gegnerauswahl betrifft, oder warten Sie da komplett den 12. Dezember ab? Nein, das geht eigentlich auch nicht. Ja. Da muss man ein bisschen vorausplanen. Das ist mit dem Bernhard Neuold, der die Gegner also aussucht oder den Kontakt herstellt mit den Gegnern, und das dementsprechend plant, sind wir da in Gesprächen. Er hat den einen oder anderen Gegner, gegen den wir gerne spielen würden, und ist jetzt natürlich auch noch der 12. Dezember entscheidend, dass du dann die nicht in der Gruppe hast und dann im März noch gegen die spielst, das ist, denke ich, auch klar. Also muss man ein bisschen abwarten, aber soll schon Gegner von Europa sein und da ein bisschen auf die EM ausgerichtet. Steht vor Weihnachten aber fest, oder? Ja, also gut, das ist dann auch natürlich in Absprache mit den Gegnern, ob das für die auch passt. Kann jetzt das nicht bestätigen, wäre aber wahrscheinlich gut, ja. Und wollen Sie lieber zu Hause spielen, die 4 Spiele, oder gemischt? 2 auswärts, 2 zu Hause? Ja, das ist auch noch offen. Ist eben abhängig, wie die Planung ist, auch natürlich beim Gegner. Muss man natürlich auch darauf achten. Johannes Hofer, Sky Sport News HD. Herr Koller, von den gestern eingesetzten Spielern, die normalerweise nicht so viel Spielzeit bekommen, wer hat sich da aus Ihrer Sicht mit etwas Abstand am meisten aufgedrängt, und wie waren Sie auch mit der Leistung vom Debütanten Karim Onisivo zufrieden?
Ja, ich möchte jetzt da nicht auf einzelne Spieler auch eingehen oder gröber eingehen, und weil da immer verschiedene Faktoren auch abhängig sind. Ich möchte aber auch festhalten, dass der Florian Kainz auch Debütant war, aber ein bisschen kürzer als der Unisivo. Und von daher haben sie das eigentlich auch bestätigt, was wir in dieser Woche in Spanien gesehen haben. Dass sie gut integriert wurden, dass sie eigentlich auch das Spiel, das sie gezeigt haben, keins, eben durch das, dass er natürlich weniger Zeit hatte, vielleicht ein bisschen nervöser war noch, Onisivo, zwei, drei Aktionen über außen. Und wichtig wird jetzt auch für sie sein, dass sie natürlich im Club jetzt ihre Leistung bestätigen, dass das auch eine andere Sichtweise ist. Natürlich, jetzt sind sie Nationalspieler. Und ja, wir sind gespannt, wie sie mit dem umgehen. Also es ist natürlich dann auch von der Persönlichkeit abhängig, das auf den Platz zu bringen und auch Führungsspieler zu sein und mit dem, sage ich auch, vielleicht ein bisschen erhöhteren Druck umgehen zu können. Wird interessant sein für uns, das zu beobachten. Florian Haselmeier von der APA. Herr Koller, Sie haben angesprochen, bis März, bis zur nächsten Teamzusammenkunft ist es noch eine relativ lange Zeit. Wie viel weiter wollen Sie mit Ihrer persönlichen Zukunftsentscheidung bis dorthin sein? Ja, das ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Also ich habe eh gesagt, ich habe bis Ende EM da läuft der Vertrag und kann jetzt noch nicht sagen, ob das dann gut ist oder ob es nicht gut ist und wie wir sind und wo wir stehen. Das ist alles noch in der Luft. Herr Koller, es war ein Jahr 2015, in dem die Fans sehr viel zu feiern hatten, die österreichischen Fans. Wenn Sie das Jahr nochmal ansehen, mit allem, was passiert ist, wo sehen Sie Ihr persönliches Highlight 2015? Jetzt in den Spielen? Ja. Ja, da gab es natürlich viel. Also für mich war das erste, also im März wirklich, das Liechtenstein-Spiel, wo ich mich sehr intensiv mit Liechtenstein beschäftigt habe, wo ich eigentlich auch versucht habe, mit dem Trainerteam das gleich dem Team zu übermitteln. Und wie sie das dann umgesetzt haben, war für mich eigentlich auch eine sehr gute Erfahrung, zu sagen können, okay, sie nehmen das auf, sie sind bereit für Frankreich auch diesen Weg zu gehen, das umzusetzen. Dann war sicher Russland mit der Vorbereitung war ein bisschen schwierig, weil der ein oder andere eine Woche Urlaub hatte schon. Und wir haben eine Vorbereitung im Burgenland gemacht, waren drei Tage da zusammen und eben es war sehr heiß. Der ein oder andere ist noch etwas später gekommen, war ja Cup-Finale noch in Österreich. Und das zu planen und zu handeln, dass dann am Montag, bevor wir dann, also in der Woche, bevor wir nach Russland sind, alle so etwa auf dem gleichen Stand waren, dass wir wirklich auch dann die Vorbereitung Russland absolvieren konnten im spielerischen, im taktischen Bereich. Mit eben heißen Temperaturen, Generali Arena waren wir, hatten wir da die Möglichkeit bei der Austria zu trainieren und dann da nochmals alles rauszukitzeln, war auch eine Herausforderung, also auf der einen Seite für Betreuerteam, auf der anderen Seite natürlich für die Spieler. Sie sind belohnt worden, sie haben sich selber belohnt und das war dann schon auch ein Riesenschritt und klar, Schweden müssen wir nicht erwähnen, dass dann da für mich eigentlich auch im ersten Spiel, wo man das selber entscheiden konnte, war hervorragend. Da kamen dann auch die ein oder andere Stimme noch, ja, habt ihr noch drei Spiele und eine Liechtenstein und da werdet ihr sicher gewinnen, wird locker gehen. Ja, ist dann natürlich für die Trainer ein bisschen schwieriger, an die Mannschaft zu kommen und zu sagen, okay, jetzt ist die erste Möglichkeit in Schweden, wir warten nicht bis Liechtenstein, weil wenn dann Liechtenstein du wirklich noch einen Punkt brauchst und das Stadion voll ist und du und diese Spannung hast und weißt, okay, jetzt könntest, jetzt müsstest, ist dann mental nochmals eine andere Belastung. Und wie sie das dann eben in Schweden auf den Platz brachten, war hervorragend, war perfekt und ja, denke ich, absolut verdient. Christoph.
Herr Teamchef, werden Sie in der Vorbereitung überhaupt alle diese ganzen Termine ausnützen und wirklich 4 Länderspiele bestreiten? Man hätte jetzt auch 2 spielen können und Sie haben nur eines gespielt. Ist davon auszugehen? Und gibt es Spieler, die Sie sich noch unbedingt anschauen wollen? Oder sagen Sie, das ist jetzt zu kurz, Integration dauert länger als so kurz. Ich denke da zum Beispiel den Namen Michael Gregoritsch. Sagen Sie, den hätte ich mir gern vor der Europameisterschaft vielleicht doch noch einmal anschauen. Oder gibt es da andere Namen auch? Das ist jetzt nur derzeit eingefallen. Ja, das ist natürlich auf der einen Seite von den Spielen abhängig. Ne? Aber ich sage jetzt auch mal, also wir kennen viele, ist natürlich auch so, ist auch unsere Aufgabe, dass wir Spieler einschätzen müssen, sollten, die jetzt noch nicht bei uns waren, um zu sagen, okay, haben sie überhaupt die Möglichkeit, haben sie die Qualität, um bei uns dabei zu sein. Und Nationalmannschaft ist das Höchste und dass nicht jeder da spielen kann, denke ich, ist auch klar. Ob sich dann noch welche aufdrängen, die wir jetzt noch gar nicht kennen, ist wahrscheinlich auch ja, unwahrscheinlich. Also von daher sind das sicher auch die, ja, die Spieler, auch U21, klar, die sich da beim einen oder anderen Spiel aufdrängen, die auch dann je nachdem im Club mit dabei sind, die wir beobachten und ja, dann entscheiden müssen, was ist möglich. Aber das ist jetzt auch noch zu früh, um da schon Entscheidungen zu treffen. Und Sie wissen ja, dass wir da auch sehr konservativ handhaben, dass wir die jetzt schon auch dabei waren über längere Zeit, da haben wir ein großes Vertrauen in die, ist auch von der Altersstruktur jetzt nicht so, dass jetzt auch für diese EM groß was ändern müssten. Von den Spielen her ist es so, dass wir im März 2 vorhaben zu spielen und dann im Mai, Juni da in dem Bereich, also Trainingslager, da noch 2 dazu kommen sollten. Ja. Die Ereignisse gestern in Hannover sind auch nicht spurlos an den Spielern vorbeigegangen. Ramazan Özcan hat beispielsweise gesagt, es ist jetzt ein mulmiges Gefühl, zurück nach Deutschland zu fahren. Mit welchem Gefühl haben Sie Ihre Spieler entlassen gestern? Ja, also ich habe eigentlich kurz vor dem Spiel, das war, glaube ich, die Spiele sind reingekommen vom Aufwärmen, habe ich gehört, dass Deutschland-Holland abgesagt wurde. War dann aber natürlich auch in der Konzentration beim Team und was ich dem Team noch mitgeben möchte. Also eigentlich nicht näher nachgefragt, wieso, warum. Und wir haben uns dann auch nicht beschäftigt. Das kam dann erst eigentlich nach dem Spiel, dass man dann Informationen bekommen hat und danach gefragt hat. Aber es ist klar, grundsätzlich ist das immer ein mulmiges Gefühl. Das war letzte Woche schon so und wird auch so bleiben, denke ich, in nächster Zeit. Herr Teamchef, wie groß ist die Vorfreude auf den wohlverdienten Urlaub und wo geht's hin? Die Vorfreude ist sehr groß und das andere lasse ich mal stehen. Die Berghütte in der Schweiz wieder, wie letztes Jahr, Weihnachten, Silvester? Wer weiß. Noch einmal, Stand jetzt, mit welchem Gefühl reisen Sie zur Auslosung nach Paris und würden Sie vielleicht auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass man sagt, man macht nicht so ein großes Zinnober um diese Auslosungsveranstaltung? Ja, ich weiß ja noch nicht, was jetzt die UEFA eigentlich vorhat oder wie das aussieht. Aktuell ist es so, dass wir dahin reisen, aber habe ich eigentlich auch schon überlegt, dass man das ja vielleicht ein bisschen im kleineren Rahmen machen könnte. Man könnte das dann dementsprechend den Verbänden übermitteln oder könnte das übers Fernsehen handhaben und müssten vielleicht nicht alle vor Ort sein. Wäre vielleicht nicht so eine schlechte Entscheidung. Gut, ich habe noch 3 Termine, ich habe noch nicht ganz Ruf von uns. Vorankündigen möchte ich, am 3. Dezember haben wir sportliche Jahresbilanz-Pressekonferenz, Einladung folgt mit Präsident Windner, Generaldirektor Ludwig und dem Sportdirektor Ruttensteiner. Am 5. Dezember ist unser traditioneller Weihnachtsbasar.
im Stadioncenter und dann, eh, wie schon angesprochen, am 12. Dezember dann die Auslosung in Paris. Ich darf mich auch bedanken für eure Geduld das ganze Jahr über, eure Inputs, und ich darf mich verabschieden und zurückgeben an den Roland.